Haha, es gibt noch eine Aufnahme. So, alle nehmen auf. Jo. Na, alle nehmen ich nicht. Ja, außer die nicht Let's Player sind. Ruhe bitte. Nö, ich bin ja kein Let's Player, ne. Du hast die KI vergessen. Scheiße, echt? Die kannst du auch noch reinstellen. Wann kann ich die einstellen? Kannst du gar noch reinstellen. Ja, genau. Nach dem Training kannst du es einstellen. Ach so. Ja, nee, das war bewusst. Ich wollte jetzt hier viel Platz auf der Trainingsstrecke haben, damit das alles gut klappt. Also erstmal ein herzliches Willkommen zur ersten Aufnahmesession 2013. Wir nehmen, wie ihr es gerade gehört habt, das Training auf, denn es gibt ein paar Änderungen. Wir haben uns überlegt, um es etwas fairer zu gestalten, dass wir eine zweite Saison beginnen. Das bedeutet, alle Punkte und Titel, die wir bisher eingefahren sind, die zählen nur für die Saison 2012. Und jetzt in der zweiten, also in der ersten Saison für das Jahr 2013, fängt jeder Fahrer nochmal bei 0 an. Und die Teams werden wir auch ändern, um es etwas fairer zu gestalten. Es gibt jetzt auch feste Teams. Wir haben uns geeinigt, dass... Wir haben es gerade nochmal geändert. Ich hoffe, ich krieg's rauf. Christoph, Kevin und Jakun ein Team unterwegs sind. Richtig? Richtig. Dann, dass Sean, Pascal und Jakob zusammenfahren. Und Quenki, Mucke und ich bilden die letzte Dreiergruppe. Drei freie Plätze haben wir aktuell. Also wir sind nun wirklich neun Stammfahrer. Freue ich mich riesig drüber. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, einfach in den Kommentaren schreiben, eine PN schicken oder wie auch immer. Meldet euch und dann düst ihr beim nächsten Mal hier auch mit. Ansonsten können wir natürlich auch noch Ersatzfahrer gebrauchen, jederzeit. Denn es gab erneut ein paar Problemchen. Pascal konnte zum Glück doch noch mitmachen. Er hatte große Internetprobleme. Jetzt haben wir es zum zweiten Mal aufgenommen, weil er genau nach der ersten Aufnahmesession dann auf einmal auf dem TeamSpeak-Server erschien, sodass wir zum Glück heute immerhin neun Fahrer sind. Ansonsten drehe ich mich hier gerade und fahre nicht weiter, aber es gibt natürlich noch ein paar andere Informationen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Teamtitel am meisten wert ist auf der ewigen Tabelle. Als Beispiel, Sean gewinnt eventuell hier wieder die Einzelwertung. Sein Team überzeugt aber nicht, das wären eventuell Cranky, Mucke und ich, sodass wir trotzdem, obwohl Sean den Einzeltitel geholt hat, wer schießt mich? Aua. Ja. Oh, Christoph! Ich bin auf dem Kopf. Ja, schieb mich hier nochmal. Christoph, du kannst auch vorbei. Ja, Jakob, da die Situation vorhin, mein... Da ich Boah, wollte, aber, da stand im Abteil und ich wollte halt in der Mitte... Christoph? Jakob? Christoph, ja, bist du noch da? Ja, ich will wieder reden als Entschädigung, aber... Nee, du musst mich, glaube ich, stehen lassen. Ich glaube, es dreht sich von alleine. Wehe, du machst es nachher im Quali oder im Rennen. Ah, guck mal hier. Ja, Jakob, ich wurde halt in der Mitte in der... da stand der Weichheit und ich wurde halt direkt in der Kurve wieder freigesetzt und ich musste dann halt eine Vollbremsung machen, dann... Ja. Ja, dann wollte ich mich recht, hab dich gerammt. Ja, jetzt ist meine Aufnahme am Arsch. Danke. Ich hab wieder... Hab ich alle Infos gesagt? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir Sind alle Infos nicht. Gesagt? Ich glaube ja, ne? Man kann vielleicht noch hinzufügen, dass wir vorhin in einem anderen TS waren. Ja, also heute ging wieder alles drunter und drüber, wie man das bei uns kennt. Der Teamspeak-Server ist abgeschmiert, sodass dann Sean kurzfristig einen anderen dort für uns ja organisiert hat. Bei deiner Rennliga, ne? War das? Yep, Sean, das musst du sagen, weiß ich doch nicht. Ja, war. Der Chaotenhaufen, ja, so. Der Chaotenhaufen verursacht nur Chaos. Ja, also alles geht hier den Bach runter. Unglaublich. So, also das war die Trainingseinheit. Freut euch aufs Aufhalten, so. Ja. Oh, ah, der kann alles aufhalten, außer uns. So, ja. Pascal ist auch wieder da. Habe ich jetzt schon meinen Wagen? Habe ich den jetzt noch? Nein. Dann kannst du ja mit dem Einrennen mit dem Fahrzeug fahren. Ja, dann fahre ich jetzt mit dem Einrennen. Alle bereit? Ja. Oder? Ja. Nee, jetzt. Lol, Sean. Donny. Er sagt bereit, aber ist der Letzte, der drückt hier. Ja, ne? Also, ich gedacht, Moment. Das geht gar nicht. Das haben, wo stehe das ich denn? Ja, ganz hinten. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Ach, Wo bin ich? Ich bin Achter. Ich bin auf der 3. Ich lade noch. Ich auch, warum das denn? Ich habe immer einen mega geilen Rechner. Mucke ist bin Laden. Ah, jetzt ist ja. Schon wieder. Ich bin 7. Hinter mir. Ja. Und vor Cranky. Cranky, ich versuch dich mitzuziehen, also versuch dran zu bleiben. Ja. Wer beginnt denn? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Pascal auf der 2 und auf der 1 war? KI, glaube ich. Christoph. Achso. Ach, Christoph. Nein! Oh Christoph wartet auf uns. Der will alle abschießen. Oh, Tom, ich komm von hinten an. Ja. Alles lecker. Klar. Dann bleib mal schön weit hin. Ja, Cranky, ich wusste, dass du wieder zwei durchsteckst.
Ich heiße ja nicht umsonst Cranky, oder? Ja. Du machst deinen Namen alle Ehre, du. Ganz genau. Hat jemand eigentlich im Training eine ordentliche Zeit hingelegt? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich hatte eine 45-1-1. Du hast eine 45-0-1 gehabt. Jetzt mach dich nicht schlechter, wie du bist. Cranky, als kann ich gleich vorbeiziehen bei der nächsten Kurve? Was? Kann ich gleich vorbeiziehen? Ich bleib innen. Wow, Jakob, das bin ich nicht. Oh, stimmt. Oh, Manno. Okay, jetzt, ich bleib hinter dir. Lol. Was ist vorne passiert? Versuch dran zu bleiben. Wenn ich auf den 5. bin, mach ich Nitro. Jo, ich auch. Oh, Windschatten, verdammt. Ich hoffe, ich verbremse nicht. Au, oh, scheiße. Ja. Ah, verdammt. Und schon, ja. Nein! Ich halte dich jetzt schön auf, ne? Wieso, Muck, hast du dich gedreht? Nee, ich habe eine Strafe bekommen. So. Also eine Verwarnung. Oh, schlecht genommen. Cranky, jetzt ist Sean hinter dir. Pass mal auf, der zieht gleich vorbei. Ach, was für Rundenzeiten habt ihr denn? 45.04. 0.00. 44.87. Ich bin bei 46.96. Nicht gut. Und Christoph, wie sieht's bei dir aus? Mikro aus bei ihm. Ach so, wieso das denn? Ich hab eine 45.92. Oh, Cranky, super Zeit. Nee, warte. Christoph hab ich da vorne. Boah, schön. Christoph hab ich da vorne gehört. Boah. Der sucht die Push-to-Talk-Taste wie Jakob. Ja, Jakob. Was sagst du denn? Zeit, ja, 44.88. Pascal, Team. Ja, jetzt hab ich Fehlermeldung. Achtung, ich. Und meine Kiste ist voll im Arsch, ja, ich lass dich vorbei. Und Jakob, den hab ich auch noch nicht gehört in der Qualifikation. Ja, ich konzentriere mich hier gerade irgendwie. Ja, aber ich hoffe, ich konnte das jetzt gerade ein bisschen unterbrechen, deine Konzentration. Sonst keine gute Zeit. Runde verkackt. Ich bin. Oh, richtig. Ziel erreicht. Richtig gut dabei. Jawohl! Boah, nein! Nein! Was, guck mal, wie knapp das war. Nein! Zieh der Schirm noch vorbei, ey. Oh, bin ich schlecht. Fünfter. Wo bin ich denn? Siebter. Oh, Cranky, bist du stark. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht gut gefahren. So, wir gehen durch. Sean auf der 1, Mucke auf der 2, auf der 3, Jakob auf der 4, Kevin auf der 5, Cranky auf der 6, Jakob auf der 7, wir auf der 8, Christoph auf der 10, Pascal. Pascal, was ist denn los? Ich hab in der Schikane, habe ich meinen Wagen zerlegt und dann hatte ich keine Runde mehr vernünftig hinnehmen können. Ich hab's auf Video. Yay, ich auch. Das Problem auch. Ist bei mir, ne, ja, bei der Qualifikation waren alle schön verteilt und jetzt sind es ja viel mehr Fahrer, da bekomme ich schnell ein Bedrängnis. Okay, wir schließen, packt erste Runde einfach durch. Oder warte mal kurz. Warte mal kurz. Bereit. Stopp. F1. Okay. Jojo, ich hab's. Was denn? Oh, Jakob, das war echt knapp, du. Wer ist denn nicht bereit? Schon, bist du dann im Wind gefahren? Was, wir sind breit? Ich bin die Zeit mit Wind gefahren. Und Turbo. Pascal. Ja, ich hatte nur Turbo. Pascal, F1. Entschuldigung, hat mich aufgepasst. Dankeschön für den Info. Ich kam in Jakobs Windschatten, kam ich nicht rein. Ja, ja, ich habe immer im dritten Gang gemacht, also Truppe eingehüllt und war im Windschatten von Cranky und zwei KIs. Ja, aber die Zeiten, die waren eigentlich in der Quali. Aber richtig knapp. Von 1 ja, bis 6 waren die richtig knapp irgendwie. Ja. Tom, pass auf, dass der Gang... Welcher Platz war ich? Sehe ich ja noch mit dazu. Bist du. Na toll, 1 bis 6 war knapp. Ja. Scheiße. Wer hat denn? Genau. Jakob, was hast du denn für ein komisches Fahrzeug? Ach du heiliger Mist. Oh, Christoph, geh hier weg. Christoph, hau ab. Nein. Oh, verbremst. Aber wer steht denn hier auf einmal direkt vor mir? Mensch, Christoph, Wer ist zurückgefallen? Ach nee, es ist Pascal, ne? Ja, ich bin zurückgefallen. Ich bin um einen zurückgefallen. Oh, Jakob! Was? Mucke? Leckt die Sitzung ja, oder ist das nur bei mir so? Ich fahr noch. Kevin und ich haben identische Fahrzeuge, wir haben beide keinen Spoiler mehr. Wer ist ganz vorne? Sean? Sean. Ich bin Erster. Ja, der hat mich voll abgeschossen, ey. Von? Jakob. Ich hab dich nicht mal berührt. Du hast mich voll abgedrängt. Mucke, ich bin mit dabei. Das heißt, das du kriegst, glaube ich, nicht schlau, was ich jetzt mitgemacht habe, aber gut. Warum eigentlich nicht? Jetzt bekommt okay, wir gehen mal durch. Speedboxenstopp und ich werde es nicht sein. Die 1 meldet sich mal. Schon? Wow. Ja. Kevin, dich haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehört.
Also zumindest ja, jetzt hallo, nicht in der zweiten Aufnahme. Ja, zu Kevin muss man sagen, er ist ein absoluter Experte. Er wurde... Welcher Platz wurdest du denn bei der ersten Aufnahme? Also Einzelwertung jetzt? Bitte. Also ich habe meine Hotlap, also Platz 1 bin ich gestartet momentan. Jetzt bin ich auf Platz 4. Platz 4. Aber Kevin, das, was er hier 0, nix hinbekommen hat, echt stark. Tor. Und man muss dazu sagen, wir alle bis auf Kevin, Cranky und Christoph haben auch trainiert. Mehr oder weniger. Also ich ganz viel, das hat nicht wirklich was gebracht. Andere weniger, mit ganz viel Erfolg. Und am Ende versuchen wir jetzt alle den Titel zu gewinnen. Ich auf der 10, wer ist hinter mir? Ich. Und auf der 12? Christoph. Okay. Mucke, wo bist du denn? Neunter. Neunter. Ich war schon an der Box, du auch, oder? Ja, ich war auch an der Box. Du hast mir einen Speedbox. Du hast mir einen Speedbox gegeben. Auch noch. Mist. Ja, wir wissen ja nicht, ob der Titel. Diese Teamkollegen sind, wir betteln uns, glaube ich, fast immer, oder? Hä? Wieso habe ich jetzt keinen Speedboxen-Stop bekommen? Weil du von hinten haben keine Trick hinten zum Boxen-Stop und die, die vor dir stehen, was eigentlich alle sind, kriegen einen Speedboxen-Stop. Ja, aber ich stand ja in der Mitte. Jemanden hinterher hinten rennt. Wow. Also ich war hinter Mugge und hinter mir sind, glaube ich, noch Pascal und noch jemand reingefahren. Christoph und dann war ich. Ist ja komisch. Das kommt immer halt darauf an, wie man in die Sitzung reinkommt. In die Box. Wer ist... Mugge, bist du aktuell auf der 9? Ich bin jetzt Sechster. Sechster. Wer ist jetzt hier in der Box? Ich bin... Ich komme gerade raus. Ich war... Okay, ich bin links. Genau. So, ich habe Jakob wieder überholt. Das heißt, aktuell, glaube ich, wieder... Wenn die KIs weg sind, Dritter oder so. Wow. Sehr schön. Denn zweiter. Bin ich, glaube ich, zweiter. Ja, solange wir uns nicht berühren, ist alles gut. Ich bin ein bisschen schlecht in die Kurve reingeschlittert. Ja, ich fahre gerade auch nicht so dolle. Jakob und Jakko, wie sieht's bei euch aus? Ich bin gerade bei Kevin. Wir geben uns hier gegenseitig Wind. Ah, nicht gut. Ich bin jetzt hinter Mucke. Das ist gut. Ich fahre jetzt auf Platz 2 nach vorne. Schön, Cranky, ist gerade was passiert? Hast du dich gedreht? Nein, nein. Das war ich, was der mich überfällt. Sorry, ich wurde so eingesetzt. War keine Absicht. Also ich bin aktuell 6. Sean, warst du schon an der Box? Nein. Du noch auf der 1? Ich bin noch auf der 1. Boah, ich flieg hier umher. Verdammt, ich fahr nicht gut. Cranky schon direkt hinter mir. Cranky, du wirst mich gleich überholen. Ich fahr ganz schlecht. Gas. Ich komm von innen. Entschuldigung, du auch. Das Leben ohne Spoiler ist eigentlich ein Mist. Ja. Aber richtig, ich fahr auch ohne. Wer muss noch an die Box? Sean. Ich. Alle anderen waren schon? Ich bin der Einzige, der noch in die Box muss. Verdammt, ich bin auf der 6 ganz weit abgeschlagen. Cranky auf der 7, dahinter auf der 8 ist aktuell Pascal. Oh, schon wieder fast gedreht. Ja, ja. Ja. Okay, dann gehen wir mal nach vorne durch. 5. Niemand? doch, da muss ja irgendwie. Warte, ich sehe das doch gleich Jakob hier. Auf 4. 5. Okay. Davor bin ich auf der 4. Oh Manu! Ich fahre hier richtig schlecht. Ich auch. 6. Runde von 8. Christoph, wie sieht's denn bei dir eigentlich aus? Er hat Mikrofon aus. Ja, er hat vorne gesprochen, oder nicht? Mist, ich hab glaube ich keinen Frontflügel mehr. Versuch irgendwie ins Ziel zu kommen. Also Christoph spricht nicht mehr. Christoph ist 9. Okay. Hat sich Sprache verschlagen. Weil ich bin vor allem KIs und Christoph ist davor. Wie sieht's bei Mucke aus? Bitte, 2. Bitte gut. Schön, richtig so, Mucke. Und hast du irgendwie zu tun hinter dir? Sind also, die dicht? Nö, also kann ich noch mit leben. Okay. Und Sean ist weit. Ja, der ist weg. Aber der muss ja noch in die Box. Na dann geht das ja noch. Der ist in der Box. Drin ist. Ja, nee, kann ich vergessen. Der ist so weit weg. Aber zweiter Platz ist auch super. Ja, ja, den werde ich absichern. Kein Problem. Leider bin ich nur auf der 6 und Cranky nur auf der 7. Aber besser wie in der ersten Aufnahme. Oh nein! Jetzt habe ich auch noch den Speed-Dingsbums falsch gesetzt. Ich habe keine mehr. Oh. Ich habe ja, auch ich hab keine 5. Mehr. Oh mein Gott, ich habe 5. Ich hätte noch 7 und jetzt habe ich auf einmal noch 2. Ja, ich habe jetzt auf einmal 0. Mich wundert total. Ich habe die falsch gesetzt. Ich habe nur noch 1. Und da ladet sich noch auf. Bis er aufgeladen ist, bin ich schon im Ziel. Nee, falsch. Habt ihr eine gute Rundenzeit irgendwie? Nö. Ich wünsche der KI, ich
vorhin eine 44.82 gefahren. Also ich habe jetzt eine 45.97. Die Bestzeit stelle ich wohl nicht auf. Nee. Ich habe eine 46.60. Die doofe Mama, ey. Da fährt man immer wieder rein. Och, verdammt. So, auf Start und Ziel. Ah! Wer kommt da rein? Sean? Dorn ist im Ziel. Muck auf der 2? Jupp. Und dahinter auf 3? Das weiß ich nicht. Jakob. Jakob muss seine Stimme schon. Also wenn ihn heute nicht so oft hört, ne, das habe ich ihn auferlegt. Er darf nicht mehr so viel sprechen. Er ist richtig, richtig, richtig heiser. Heiß. Richtig, richtig, richtig heiser. Jakob, lass einfach die Push-to-Talk-Taste weg, wie immer. Auf der 4 ist Kevin, auf der 5 Jakob. Auf der 6 bleib ich, auf der 7 Cranky, auf der 8 Pascal hat sich also verbessert. Von, oder? Von der 10? Ja. Oder täusche mich da? Ja, ne? Ja. Und Christoph, den wir ja nicht hören, der ist auf der 9. Also, alle KIs hinter uns gelassen, das ist doch schön. So, dann wollen wir mal die Punkte zusammenrechnen. Ja, ich glaube, wir spielen da nicht wirklich mit vorne. Ja, Leute, wir hätten mit den Autos mal in Bratwurst fahren sollen, ey. In Bratwurst, ja. Da ist so schön viel Fleisch. Tom, wir haben wieder 47. Ah, echt? Ja. Das ist krass, für eine Punkteverteilung. Okay, ja, wir haben 54. Wir haben 31. 31? Oh. Ah, nee. Nein, wir haben 42. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ja, wir haben 42. Ja. Ich habe vergessen, runter zu scrollen. Was hat jetzt schon? 52? 54. Gut, das sind 12 Punkte. Das ist alles drin. Und wir hatten jetzt 47? Ja, wie Kevin. In der ersten Also genau Aufnahme. In der Mitte. Genau der muss noch einer drücken. Da muss noch einer drücken. Kevin! Hä? Nein, Kevin. Nein. Ist nur Training. Achso. Ja. Nicht so wie ich. Ja, nee, Pascal, das kann ja nicht nochmal passieren. Nee. Alle Leute in der. Aber sind noch alle drin, okay. Oder nicht? Ja, haben die selber Aufstellung wie vorhin. Achso. Da muss wieder jemand als 3 zu 2. Da wurde jetzt gerade eine KI nachnominiert. Ja, die fliegt nachher wieder raus. So, jetzt. Oh, Scheiße. Oh, Jakob, nein. Die haben mich gerade mitten in der Wiese abgesetzt, ey. Oh ja, nein! Das ist doch was im Training so. Aber ich liege auf dem Dach, das geht ja wieder gut los hier. Gerade im Moment habe ich zurückgeschaut und da Pascal voll überschlagen. Was hast du denn gemacht? Ging doch erst los. Ja, das frage ich mich auch. Ich bin nur eine Kurve gefahren, aber die war wohl zu hart schon. Mann. Cranky. Ja, bitte? Sean ist schon wieder hinter dir oder so. Nee, weil Pascal gesagt hat, das ist zu hart. Da müsstest du jetzt eigentlich wieder zweideutig denken. Nee, ach was, ich bin zu konzentriert, um auf zweideutig zu kommen. Sehr gut, Cranky. Das richtig ist so. Gut, richtig. Außerdem bitte eigentlich nicht pervers, ich mach sowas nur zum Spaß, aber. Ja. Manche Leute sind, nervt das vielleicht ein bisschen, ne, Tom? Zwinker. Ich find das lustig. Also, solange es nicht zu pervers wird, ist mir das eh egal. Ja, dass du es lustig findest, das hätte ich mir schon fast denken können. Ja. Frankie, ich bin hinter dir. Wie du gesagt hast. Ja, cool. Wieso freust du dich nicht einfach mal einen Ast ab, anstatt mich darüber zu informieren? Tom, was war deine erste Runde? Habe dich zu ärgern. 1.13.05. 1.11.21. Wow. Ja, ich bin jetzt draußen. 1.10.26. Boah, 1.10.26. Aber schön mit Windladung wahrscheinlich. Ach, schon wieder dieselbe Stelle. Ach, komm mir doch auf. Wieder auf dem Dach. Wieso leckt es denn so? Das ist voll komisch. Also so in der Sitzung, bei mir nicht. Ne? Bei mir ist alles normal. Ja, bei mir auch. War ein Nürburgring in der Sitzung, auch Lex. Ja, cool, leck ein bisschen. Nein. Es ist der KI. Ich lasse den gerade vor, ich brauche Wind, aber der kommt nicht. Was? Ach doch, da kommt er. Yay. Fachsalon. Oh Gott, ey. Und wieso hat er jetzt auf sein Mikro ausgeschaltet? Rage. Christoph, sag doch. Frag ihn doch mal. Er muss sich konzentrieren. Rage. Er hat gewusst zu reden. Okay. Aber wir sind doch ganz liebe, also. Jedenfalls meistens. So. Oh Mann, so. Hast du diese Strecke? Die 1.10 hab ich jetzt auch geknackt. Ich hab einen KI-Schlagen. Richtig. Alter, ich wäre jetzt nur 1.9 gefahren.
Hätte ich nicht einen Fehler in der Liftkurve gemacht. Noch nein. Ja, ich. Ist das jetzt schon die Quali? Die Quali? Nee, das ist ja Training. Gut. Oh Mann, ich brauche hier nur Feder. Also. Hier braucht ihr irgendwie nicht zu rechnen. Ohne. Also. Nur ach, Turbo. Ich krieg keinen Wind hier. Juch nicht. Ja, irgendwie ist hier die Tastenkonfiguration bei mir anders auf einmal. Eigentlich nur eine Taste. Welche denn? Also Pascal, die Handbremse. Wenn du glaubst, das ist ein Bug, dann sitzt der Bug wahrscheinlich vorm Rechner, aber. Ich habe meine Handbremse nie auf Verlierer-Taste. Ich habe die bei Steuerung habe ich die hingetan. Mann, das ist voll komisch. Jetzt drücke ich manchmal die Handbremse auf die Leertaste auf einmal während der Fahrt, also die Handbremse, obwohl ich das gar nicht will. Das ist jetzt ein bisschen Oh, Chris hat ja schon eine 1.13.95. Ja, naja. Cranky dahinter. Komm, Jakob, komm. Ja, das schafft er nicht mehr. Boah, 1,40, ich meine, das ist passabel für mich, glaube ich. Boah, ja, meine Zeit ist Bombe. Die ist so schlecht, dass ich das hier schon wieder gut ist. Ja, jetzt zweimal überschlagen. Ach, komm mir doch auf, ey. Ich bleib jetzt hier stehen, bis die Zeit um ist. Obwohl, ich weiß es eine Minute oder hey, zwei Minuten. Ich muss ins Ziel fahren, ne? Ja. Oh, wartet mal noch eine halbe Runde. Oh, 1,11, leck mich am Arsch. Nein, danke, kein Crunch machen. Ja, okay, ich habe aber auch 5 Overboost eingesetzt und hat den KI vor mir, von daher. Ich hätte 3 Overboost eingesetzt. Ach, schön, das war ja schon die Qualität. Ich hatte 2. Nee, nee, das war. Würde ich total auslassen. Nein, das war Training, verdammt, ey. Mann. Ein Glück. Aber das wäre wieder der 4. Platz gewesen, wie immer. Ich bin irgendwie auf der 6 oder auf der 7 immerhin. Du vergisst, dass Kevin im Training fehlt. Ja. Yay! Und Kevin ist auch eine 1.10 gefahren. Eine 1.10 hat er vorne getoppt. Hey Tom, die Zeit erinnert mich an deine. Also meine erinnert mich an deine vor ein paar Tagen. Was hat. Ja. wo wir angefangen haben. So, alle bereit? Christoph fehlt noch. Christoph, aber der drückt noch, oder? Echt, ja. Sein. Ader. Und los geht's. Los geht's, nein, wo bin ich denn? Los. Zweiter! In der letzten Aufnahme hatte ich hier ich würde mal sagen, Lex, wir geben uns immer abwechselnd in den runden Wind, wie wär's? So wie Tour de France? Also sowieso, ich fahre bei Runde 1 und Runde 3, ne? Fahr ich halt. Ja, okay. Ich bin jetzt vor, ich bin hinter dir. Ja, keine Ahnung, also. Ja, guckt auf jeden Fall, dass ich erstmal die erste Runde halt hier fahren bekomme, ne? Und dann. Ja, würdest du mir dann in der zweiten Wind geben? Ja, okay. Wartest du auf mich? Bin direkt hinter Jakob. Mucke, was machst du da? Ja, wir will ich halt noch haben. Oh, so ein Cheater. Oder warum bist du da gerade ausgefahren? Mucke? Ist Mucke noch da? Ja, klar bin ich da. Mucke ist voll raus. Cool. Also, warum bist du gerade ausgefahren, Mucke? Du hast aber keinen Schaden oder so, ne? Nö. Ja, ja. Wittern. Ich will wittern. Ja, das mache ich doch gerne, Mucke. Ich meine, du musst ja hier auch punkten für unser Team. Cranky und ich sind noch nicht so weit. Okay, Kevin, wie machen wir es? Kommst du ran, Mucke, sonst sag Bescheid. Ja, ich komm schon ran. Naja, du fährst ja auch 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden schneller als ich. Mindestens. Ja, deswegen habe ich ja genug Abstand gelassen, damit ich in der zweiten Runde jetzt Gas geben kann. Genau. Okay, Kevin, Cranky, jetzt musst du mich aber nicht blockieren tun. Dann kannst du mir in Runde 2 geben und ich dir in Runde 3. Bin ich Cranky denn drauf gefahren? Was? Tom, geh mal ein bisschen runter, Gras. Sag mal nicht, wie der Gras geben soll. Ich geb jetzt, ne? Ja, warte. Ja, gib Stopp. Okay. Ah, genau richtig. Schön. Genau, gib Stoff, Tom. Gib das Dope, gib Stoff. Kommst ran, oder? Ja, okay, ja. Okay, ich komme. Klappt's? Ja, jo. Genau, saug doch erst einmal ran. Bin hier schon einmal drauf gefahren, das hat schon genügt. Cranky, wer ist hinter dir? Pascal?
Der schon vorbei. Oh, oh ja, jetzt mache ich wieder Fehler. Jetzt bin ich raus wegen ihm. Ja, ich bin auch raus wegen dir. Was? Wie klappt das jetzt bei Jakko und bei Kevin? Kevin gibt mir gerade Wind, aber das funktioniert nicht bei uns, oder? Nee, das funktioniert nicht. Boah, das wäre locker eine 1.10er Zeit gewesen, ey. Ich habe eine 1.12 gefahren, obwohl ich Dings einmal hin drauf gefahren bin, Cranky. Mucke, wie sieht's aus? Das war jetzt also ich bin genau, gewesen. Bin jetzt genau drin. 1.9 oder was? 1.991. Was? Boah, fast. Was? 1.91? Tom, lass mich vorbei! 1.9. Okay, Kevin, okay, ich fahr vorbei. Nee, wir können es einfach, ne? Also, CA, ich würde einfach nochmal. Oh, Cranky, da bist du aber weit. Scheiße, scheiße, nein! Ja, dann wollte ich jetzt weniger. Ja, warte, warte, ich muss nochmal zurückfahren. Achtung, ich fahr kurz zurück. Ich ja, du machst nichts, kannst ja Cranky entgegenkommen. Zur Runde. Ich krieg eine Verwarnung, ja, die Runde ist sowieso scheißegal. Ach, was? Mist. Geisterfahrer hier. Noch. Das geht ja gar nicht. So, ey, und vorwärts. Diese Runde ist garantiert nicht meins. Das ist so, jetzt schnell hochschalten, 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 hochschalten. Komm schon, komm schon, komm schon, Vollgas. Wieso fährt jetzt von mir ein KI raus? Weg da! Los! Ich brauch Gummi. Oh, 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 oh. Kauf die Kondome woanders. Ja, ich hab Gummi für dich. Was für Rundenzeiten habt ihr? Geht mal alle durch. Ja, 1.991. 10.71. 15.36. Mucke hat eine 1.10.70, Jakob. Oh. Mucke eine 1.7? Nicht schon wieder. Ja, 1.10. Wieder ein Hundertstel so. Vor Jakob. Oh, ich dachte wieder ein Hundertstel vor mir. Wie gerade auch noch. Tom, du wärst momentan wieder. Ja, ja. Mit einer 1.15. Das muss ich jetzt noch irgendwie tun. Wow. Mucke. Nee, ich verbessere mich nicht mehr. Ja, wenigstens guck Kevin mal, guck mal. Ey, Kevin ist vor uns. Guck mal, Sean Zeit. Alter, Sean. Boah, ey. Alter. Ohne was hat... Echt? Das war eine perfekte Runde. Sean, was rauchst du? Gummibären. Pack es Tom, oder auch... Gummibären rauchen, ey. Nächste Aufnahme sind Gummibärchen verboten. Ja. Ja, alles zum Essen ist verboten. Ja, aber dann komm, ja, gute Zeit, Pizza rein. Selbst Tom. 1.12.22! Ah, knapp hinter Jakko! Ah, ganz knapp! Bei der nächsten also, Aufnahme müssen wir nüchtern sein. Schau mal, Kevin, Mucke, Jakob, Pascal, Jakko, wir, Cranky auf der 11 und auf der 12, Christoph. Na, hat man mal eben Patsch genommen. Was hast du? Ja, Chips sind auch verboten, Mucke. Na ja, wenn Gummibärchen verboten. Aber niemand hat von Monster Energy geredet. Ja, ich esse noch die von gestern auch. Ja, die sind gereift, ne? Ein bisschen. Also das heißt, die sind auf 3. Gereift. Oh, war der schlecht. Tom, gib alles. Cranky, gib alles. Ja, ja. Kevin, gib alles. Ja, hier mein Geld, meine Auto, mein. Auf den Plätzen 2 und 3 kommen. Tom, du gibst nur die Hälfte. Was ich ja gut finde, ist, dass von jedem Team einer vorne ist. Auf der 1 Sean, auf der 2 Kevin, auf der 3 Mucke. Das ist ja ganz gut. Ja, und die zwei Plätze sind in einem Team. Schlecht. Das ist schlecht. Ja. Wow, mal, das müsst ihr nach Hause bringen, ne? Guter Start, komm schon. Ja. Komm schon. So, Pascal, schaff ich direkt. Hau ab da. Du lügst doch. Er ist ein bisschen neben mir. Hau ab. Nein, nicht. Ey, hör auf. Mucke, du bist auf. Da. Bist doch hinter mir. Hör auf. Ich ramm dich gleich. Oh, wehe, du weißt, was du tun musst. Früher von Gas gehen. Oh, das ist was ein... Wow. Ja, musst du!